Ich habe mir einen Kanal von einem YouTuber angeguckt und habe schon direkt am Anfang Augenkrebs bekommen. Ich meine, dieser Typ belästigt fremde Leute und zeigt ihnen, also zu einer Umwelt, was sagen wir mal etwas verstörender aussieht. Plus, dieser Typ versucht, seinen Ellbogen zu lecken. Dieser Typ hat Fans. Der Typ hat fucking Fans. Was ist denn das für ein Spacko, Junge? Hat der überhaupt einen Job oder ernährt er sich von Junkfood, Mann? Und dann belästigt er noch einen Kind. Und rat mal, was er noch. Dieser Typ belästigt ein Kind. Und dieses Kind hat ihm nichts angetan. Und dann geht er zu so einem Typ Pferdemaske hat und steckt seine Hand in die Maske. Ich meine, der Typ verstört nicht mehr als dieser fucking Clown. Leute, die seine Videos angucken, sehen danach so aus. Und ihr wollt nicht wissen, wie ich jetzt aussehe. Ich meine, ich hatte nichts gegen diesen Typen, aber mal Spaß beiseite, Mann. Auf jeden Fall habe ich nichts gegen diesen YouTuber. Ich möchte nur mal sagen, das Video ist so verstörende oder behinderte Kinder beleidigen. Es soll eigentlich nur zur Unterhaltung gehalten werden. Was anderes dient dieses Video nicht. Und ich möchte nur noch mehr Hate. Ihr schafft es nie. Mein Video, dass ich so viel Hate habe, meine Likes schon, sagen wir mal, ich habe jetzt 3 Likes. Und ich habe 2 Milliarden Dislikes. Das werdet ihr wahrscheinlich nie schaffen können. Und ich möchte noch eine Sache erwähnen. Ich hasse John Cena! Du hältst deinen Schnauze. Nein. Willst du mit mir spielen? Wenn Landlord sagt, gib mir ein Backpfeife, dann hältst du deinen Schnauze und machst gar nichts. Gib mir ein Backpfeife! Gib mir ein... Verlegestatzen, du Pisser! Und dann habe ich noch so einen Spast getroffen auf dem Weg. Okay, das vielleicht nicht. Aber ich habe einen, sagen wir mal, niemanden getroffen. Aber als ich bei YouTube unterwegs war, habe ich diese Folge gesehen. Er wiegt wahrscheinlich 180 Tonnen. Und er muss mit einem LKW zu Schule gebracht werden, weil dieses Kind kein Leben hat, keine Hobbys hat und wahrscheinlich 20 Kub, weil er ein Zimmer braucht, was wahrscheinlich 20 Kub 2 Meter groß ist, damit er da reinpasst, Mann. Der Typ.